Die sagen so viel Frieden, dass sie uns, wenn wir auch Frieden sagen, nicht hauen dürfen. Denn das ist von Anfang an ist immer wieder die Frage, wie schützen wir uns vor den Zugriffen der staatlichen Gewalt? Weil wir waren aus dem Alter raus, wo man freiwillig sich schlagen lässt oder sowas. Und was die Kirche angeht, wurde mir von Anfang an gesagt, also über die Kirche brauchen wir nicht zu reden, da können wir eh nichts machen. Und das war auch so die Grundstimmung in der Gemeinde. Wir können ja eh nichts machen und die sind alle gegen uns. Ihr hätten sie es fast leicht gehabt, weil die Georgenkirche wirklich in einem schlechten Zustand war und sie hatten den Vorwand, dass die herabstürzenden Ziegel die Sicherheit gefährden. Es ist im Grunde das, was in der DDR immer zu war. Die machten ihre Stadtplanung und nahmen dabei keine Rücksicht auf vorhandene Strukturen, Zentren. Das war eine eindeutige politische Arbeit natürlich, weil man an dieser Stelle mitten in der Stadt, an der Schnittstelle zwischen der alten und der neuen Stadt zeigen konnte, dass obwohl der Staat sich eigentlich eingebildet oder vorgestellt hatte, diese Kirche zu sprengen zugunsten einer zukünftigen Straße, es der Staat nicht vermocht hat, diese zu sprengen, sondern wir mit nur eigener Hände, Kraft und Ideen es vermochten, diese Kirche nicht nur zu retten, sondern in der Zukunft dann auch wieder als sicheren Kommunikationsraum zu erhalten für die Zukunft, für unsere Kinder. Dass Hanewinkel dann versucht hat, die Kirche zu erhalten, hat dann auch eine Gruppe geschaffen, die sich an dieser Kirche geschafft hat. Und wer eine Kirche baut, baut viel mehr als nur eine Kirche. Und die DDR-Zeit hat diese köstliche Regel, dass wenn du an deinem Gebäude, deinem Haus oder in dem Fall die Gemeinde an ihrer Kirche was bauen willst, musst du vorher die Bilanz oder die Planziffer beantragen. Das heißt, der Staat genehmigt, ob du ein Klobecken oder ein Dachziegel oder einen Nagel oder einen Schluck Zement oder irgendwas bekommst oder nicht. Die Kirche stellt jedes Jahr diese Anträge und kriegt nie die Genehmigung, diese Kirche aufzubauen. Nebenher läuft der Plan, dass man durch die Kirche, durch die Straßenerweiterung sehr günstig machen kann. Das heißt, der Staat wartet, dass die Kirche zusammenrutscht und die Kirche darf, kann nichts machen. Im Sprengauftrag steht, dass das Dach nach unten drückt, pipapo. Jedenfalls sind technische Gründe angeführt, sodass wir etwas haben, wogegen wir vorgehen können. Es war ein fürchterlicher Lärm, ein fürchterlicher Dreck. Wir haben also tatsächlich 4000 Quadratmeter Dachfläche. Lass es 3000 gewesen sein. Jedenfalls diese Dachziegel mussten innerhalb kürzester Zeit nach unten befördert werden. Und die einfachste Version war, die von innen abzustoßen, sodass die obersten Ziegel über die unteren noch vorhandenen Ziegel nach unten rutschten. Es soll am 7. gesprengt werden, und am 6. gehe ich hin und sage, 60 Tonnen Gewicht drücken nicht mehr. Und dann wird der Sprengauftrag zurückgenommen. Aber der sogenannte feste oder enge oder harte Kern, würde ich schon als 10 Leute bezeichnen, die regelmäßig auch tatsächlich samstags verbindlich da waren. Da kommt es eben zu dieser Baugruppe St. Georgen, also eine Gruppe von Jugendlichen, die dort gesagt haben, ja, wir wollen das Also machen. es gab Leute, die hatten eigentlich mit Kirche überhaupt nichts am Hut, denen ging es also schwerpunktmäßig um das Bauwerk. Es gab Leute, die kamen aus anderen Gemeinden, wie zum Beispiel ich, und haben dort ihre zweite Heimat gefunden. Jedenfalls der Armeeoffizier hat den Menschen, der die Baustoffabteilung dort leitet, so jämmerlich zusammengeschissen, dass es mir als Gastbesucher, Kunde oder sowas ausgesprochen peinlich war, wie der da also so klein mit Hut zusammen war. Na gut, die steigen in ihr vornehmes Auto, fahren fort. Da kommt er aus seinem Kabüffchen hin vor und ich sage, na, Sie haben wir jetzt hier im Regen gestanden, was denn da los? Oder so, und wir ein bisschen immer Smalltalk machen oder so. Naja, und da sagt der Pastorchen, pass mal auf, du kommst doch wieder wegen Holz. Ich sage, na klar. Sagte, ich zeige dir jetzt mal was. Und dann sind wir zusammen, das wusste ich ja nicht, dass es dahinter war, also durch 122.000, ich sage mal so 10 Scheunen oder sowas, hintereinander, immer durch das alles durch. Und ganz hinten war ein großer Hof
Und da lag Holz und da hat er gesagt, kann mir was aussuchen von dem Holz. Und da habe ich gefragt, na, was kann ich denn haben? Naja, was du willst. Die haben immer du zu mir, also häufig haben die du zu mir gesagt. Ich habe die immer gesiezt und die haben immer du gesagt. Und da sag ich, naja, wenn ich jetzt nehmen kann, was ich will, dann nehme ich alles. Dann sagt der Pastorchen, du spinnst. Und dann haben wir ein bisschen rumgequatscht und dann hat er gesagt, du kriegst es, wenn es heute vom Hof ist. Es muss heute vom Hof sein. Da ging wieder die Geschichte los, innerhalb von einer Minute sozusagen, Autos zu besorgen und Leute, die das eben laden. Und haben im Jahr 1989 den Helm des Kirchturms komplett saniert. Da ging es also nicht mehr um Arbeiten am Samstag, sondern da haben wir über viele Wochen und Monate hinweg teilweise 3, 4 oder manchmal komplette Wochen in der Georgenkirche zugebracht, nach Feierabend bzw. in der Nacht. Also das hat alles gefordert von unserer Seite, sodass wir im September 1989 die Sanierung des Kirchturms im oberen Bereich als abgeschlossen betrachten konnten.